Herzlich willkommen zu Dungeon Lords. Und damit ein herzliches Willkommen nochmal, obwohl ich das gerade schon gesagt habe, von mir, eurem Klubschi. Und ich hoffe, ihr habt genauso hart Lust wie ich. Nice. Ja, heute am 20.09., dem Dienstag, ist das DLC rausgekommen, das Erwachen der Eisernen Lords. Um 11 Uhr war es verfügbar. Wahrscheinlich gibt es da schon das ein oder andere Video auf YouTube. Aber ich konnte leider noch nicht ran, da ich in der Schule war und somit unabkömmlich. Aber ich bin jetzt auch dabei und hoffe, dass ihr das auch bei mir guckt, auch wenn andere vielleicht schon weiter sind. Die Mission, ich lese mir das mal gerade durch. Lord Saladin braucht dich, um ein verlassenes Observatorium auf einem Berggipfel vor einer gefallenen Attacke zu bewahren. Gut, da wollen wir dann mal hin. Okay, gib nur auf normal. So. Auf jeden Fall, ich werde erste. Und morgen werde ich direkt zwei raushauen. Und in den Jahren nach dem Untergang gab es keine Hüter. Es gab nur eiserne Lords. Unsterblich, unerschrocken, kämpften wir, um die Überlebenden einer einst großen Zeit zu beschützen. Es ging um mehr, als aus den Schatten zurückzukriechen. Die eisernen Lords sollten der Menschheit ihre Zukunft zurückgeben. Manche kennen die Legende, doch niemand weiß wirklich, wie die eisernen Lords ihr sicheres Ende fanden. Das musste man mit eigenen Augen sehen. Als Zeugnis. Als Erinnerung. Dass sogar Helden sterben können. Und überleben nicht siegen bedeutet. Nun bin ich der einzige Wächter. Meine Wache währt ewig. Und ich warte auf den Tag, wenn das, was wir gestört haben, erwacht. Die eisernen Lords sind nicht mehr. Doch unser Kampf ist noch nicht vorbei. Das Haus der Teufel ist zurück. Sie durchsuchen Forschungslabore des goldenen Zeitalters im ganzen System. Das ist kein Zufall. Sie haben eine Mission. Zuerst war die Vorhut nicht sonderlich besorgt. Jedenfalls nicht, bis die Teufel sich entschieden, wieder ins Kosmodrom zurückzukehren. Die Teufel verfrachten Ressourcen in ein Gebiet in der Nähe, das schon seit Jahrhunderten still liegt. Eigentlich würde ich sagen, ein Tag wie jeder andere. Außer, dass alle darüber reden, dass Lord Saladin seinen Posten beim Eisenbahner verlassen hat, um sich persönlich um die Situation zu kümmern. Doch statt uns direkt ins Kosmodrom zu schicken, will Saladin, dass wir ein verlassenes Observatorium in den Bergen untersuchen. Seltsam. Okay, also wir sollen ein
Observatorium untersuchen ein altes, verlassenes, während er auf Missionen ist, wahrscheinlich um die Leute vom Haus des Teufels langsam auszumerzen. Was ich sagen wollte, heute wird dieses eine Video kommen, der Anfang, und morgen werde ich 2 Stück raushauen, dass ich da ein bisschen weiter vorne bin. Und Gefangenengruppe hat den Fellwintergipfel erobert. Ich sollte sind unterwegs, doch wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Du musst das Observatorium am Gipfel sichern. Es ist unabdingbar, dass die Gefangenen auf diesem Berg nicht Fuß fassen. Okay, darf ich jetzt reden? Gut, dann habe ich nämlich da einen kleinen Vorsprung, wenn ich 2 Videos morgen raushau. Täglich wird dann ein Destiny-Video kommen, für erste Zeit. Solange das DLC noch äußerst neu ist. Und ich hoffe, dass ihr da Bock drauf habt. Wenn die Gefangenen sich den Berg hinaufarbeiten, dann ist es ihr Ziel, das Observatorium Vostok zu erobern. Was würden die Gefallenen denn mit einem verlassenen Außenposten wollen? Dinge, die besser begraben bleiben sollten. Okay, da sieht man so eine Seilbahn. Es gibt eine Gondelbahn in deiner Nähe. Nimm sie zum Observatorium hinauf. Okay, gut. Wir sollen die Gondelbahn nehmen. Ich weiß nicht, ob diese. Auf jeden Fall sollen wir eine nehmen. Wenn ihr Bock drauf habt, auf das Projekt, dann lasst es mich bitte wissen in Form eines Likes oder Kommentars. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf und ich denke auch, dass das ganz gut bei euch ankommen wird. Denn Destiny, das Road to Destiny Rise of Iron ist echt richtig gut angekommen. Hallo? Hey! Und ich hoffe, dass das hier auch gut ankommen wird. Und ja, wie gesagt, heute werde ich das eine Video veröffentlichen und gleich dann direkt weiter aufnehmen. Dass ich morgen dann auch 2 Videos veröffentlichen kann für euch. Dann habe ich da halt nämlich diesen kleinen Vorsprung vor anderen vielleicht, dass man das noch ein bisschen interessanter hat, vielleicht bei mir zu gucken. Und in Zukunft wird das dann auf jeden Fall ein tägliches Projekt bleiben, solange das halt noch interessant ist, neu und ich da Bock drauf habe. Könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch wollt. Und ich habe auch überlegt, vielleicht wird das sogar hin und wieder auch 2-mal am Tag kommen. Könnt ihr mir auch mal dann in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Dass das nicht nur täglich wird dann, sondern auch allgemein hin und wieder mal 2 Videos dann täglich. Ich werde das auf jeden Fall auch wieder demnächst machen, 2 Videos täglich. Ich hatte mich da leider ein bisschen verplant gehabt. Deswegen kam jetzt in letzter Zeit nur 1 immer. Aber jetzt habe ich ja Destiny als Projekt und noch andere laufen. Und ja, können wir ja mal gucken, wie das dann ankommt. Ich hatte das halt geplant, dass das dann täglich kommt, ein Video und ein anderes. Aber falls ihr da Bock drauf habt und dass hin und wieder 2 Videos kommen täglich von Destiny, dann lasst es mich wissen. Dann werde ich das auch einrichten und hier soll ich hacken. Gut, beziehungsweise mein Geist. Oh, das hier war seit 400 Jahren nicht mehr aktiv. Ja, das sind halt noch Gondeln, wie man sie aus unserer Zeit kennt. So, nicht hier. Nee, nicht hier. Doch hier. Gut, dann lass mal fahren und wir sind direkt in einer Zone drin, wo der Wiedereinstieg erschwert ist. Also wenn wir sterben, geht's von vorne los. Und los geht's. Bei so einem Empfang könnte es eine Spur zu ehrgeizig sein, das gesamte Observatorium absichern zu wollen. Es gibt einen Innenhof im hinteren Teil der Anlage. Wenn du ihn sichern kannst, dann sollte es dir möglich sein, sie bis zu unserem Eintreffen vom Eisentempel fernzuhalten. Moment mal. Eisentempel? Sowie Eisenbanner? Eiserne Lords? Bleib konzentriert. Es steht hier zu viel auf dem Spiel. Pass auf! Oh ja. Ich glaube, wir müssen jetzt den Eingang zu den Ort von den Eisernen Lords beschützen. Die wollen. Ich habe da das Gefühl, dass sie da rein wollen, aus irgendeinem Grund. Aber auf jeden Fall muss man sagen, aua.
Die Zwischensequenz am Anfang, die konnte mal wieder einiges. Und das kann Destiny auch allgemein echt gut. Diese Zwischensequenzen. Und man hat ja gesehen, die haben da gekämpft gehabt. Und der Lord Saladin ist der Letzte, der überlebt hat von den Eisernen Lords. Weil sich die Frau geopfert hatte, um ihn zu retten. Weil die Eisernen Lords da keine Chance hatten. What? Achso. Ich dachte gerade, wo soll ich denn hin? Okay. Gut, da sind wir noch rausgekommen. Auf jeden Fall, die Eisernen Lords haben dagegen etwas gekämpft. Wenn es da oben etwas Wichtiges gäbe, warum hat die Vorhut diesen Tempel all die Jahre nicht beschützt? Der Verantwortliche für diese Städte und ihre Geheimnisse bin ich. Ja, gut. Ich hoffe, ich kann jetzt reden. Ja, die haben auf jeden Fall gekämpft, die Eisernen Lords, aber gegen etwas, was sie nicht besiegen konnten anscheinend. Denn da sind mehrere draufgegangen und der Lord Saladin wäre wahrscheinlich auch gestorben, denke ich mal, wenn sich die Frau nicht geopfert hätte. Die Tür verschlossen hätte und die Bombe hochgejagt hätte da. Dann wüssten wir jetzt wahrscheinlich nicht mal, dass wir hier hin müssen. Und uns würde noch Schlimmeres erwarten als das, was wir momentan als Problem haben. Ich sehe gerade, ich habe noch den falschen Fokus drin. Aber egal, das lasse ich jetzt erstmal so für das Video. Wir wollen ja nicht zu viel im Menü hängen. Da war ich ja gerade schon mal kurz drin. Hier mehr als nur ein paar Gefallene sind. Nur fürs Protokoll. Wir können es uns nicht leisten, dass auch nur einer sich das aneignet, was sich auf diesem Berg befindet. Das werden wir verhindern. So viel sei gesagt. Und wir sind echt verdammt hoch. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so links unten jetzt hingucke auf den Boden, dass ich mich bewegen würde. Aber das tue ich nicht. Das ist hier der Schnee, der vom Wind abgetragen wird. Und das sieht voll cool aus. Das muss ich einfach mal so sagen. Und ich denke, wir sind schon so gut wie da. Vorne war auf jeden Fall ein kleines Gebäude. Verteidige den Berggipfel. Habe ich gerade irgendwas gehört? Nee, habe ich nicht. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Ich bin mal gespannt, was uns hier alles erwartet in das Erwachen der Eisernen Lords. Ho, 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 ho. Bitch! Okay, der ist unsichtbar. Ach so, einer. Ich habe mich gerade leicht erschrocken, weil er auf einmal da war. Hat man vielleicht mitgekriegt? Ha! Ausgewichen! Boah, der Boomski! Nein! Geh weg! Jawohl. So. Ja, ich bin mal gespannt, was uns hier an Gegner erwarten, an neue Gegner. Und, was so die Probleme hier sein werden, die wir zu bewältigen haben. Oh. Es ist wahrscheinlich nicht gut, dass ich hier gerade hingehüpft bin. Willst du auch mal einen Abgang machen? Danke. Ich möchte mich hier nämlich umgucken. Alles mitnehmen, denn das lohnt sich manchmal in Destiny. Irgendwo ist dann eine Kiste versteckt oder sowas. Und da hat man dann auch mal gutes Zeug drin. Aber wir sollen da weiter, sehe ich gerade. Dann gucke ich mich erstmal hier im Haus um. Also da willst du schlau sein, das Spiel austricksen und den anderen Weg gehen, dass du da erstmal erkunden kannst. Aber dann denkt sich das Spiel so, nope, Sir. Der Weg, den du jetzt gehen willst, das ist der Weg, der weitergeht. Alter. Registriere da etwas in unserer Nähe. Ja, ich habe auch was registriert, du, und dafür muss ich kein Geist sein. So viel kann ich dir sagen. Das hat sich schon ein bisschen nach was anderem angehört. Könnte aber auch ein großer Servitor gewesen sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Könnte natürlich auch die erste neue Gegnergruppe sein. Wobei man hier noch gegen die
normalen Gefallenen kennt gegen Haus des Teufels. Die kennt man ja eigentlich schon. Deswegen, natürlich könnten die auch eine neue Gegnergruppe haben, ein kleines Upgrade oder so. Aber, ja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall könnte es ein Servitor sein. So viel ist schon mal gesagt. Oder etwas in die Art. Auf jeden Fall etwas Technisches, würde ich sagen. Ich denke mal, so viel steht fest. Das hat sich auf jeden Fall so angehört. Ja, Zapex perfektioniert. Oh Gott, das ist der erste Dingens, gegen den man gekämpft hatte. Der erste Boss, der erste große Servitor war das. Servitor. Ja. Zapex Primus? Genau der. Er sollte doch tot sein. Hält aber nichts viel. Die Signatur ist seltsam. Stammt nicht von den Gefallenen, aber sie regeneriert sich. Hast du gesagt, dass er sich regeneriert? Töte Zapex Hüter jetzt, sofort. Okay. Unser Freund Saladin scheint das nicht zu mögen, dass er sich regeneriert. Wenn dieser Servitor das ist, was ich annehme, dann werden ihm die Tempeltore nicht standhalten können. Du musst ihn vernichten, bevor das passiert. Okay. Ich denke mal, dass der perfektionierte Zapex Primus einer der Gegnersorte ist jetzt. Gegen die eisernen Lords damals gekämpft hatten und verloren. Und deswegen hat er solche Angst vor dem. Denn er hörte sich ziemlich erschrocken an. Wir sollen ihn auch sofort töten. Er kennt sich auf jeden Fall damit aus, anscheinend. Er macht keinen Damage. Ja, wie? Ich mache auch kein Damage am Schild. Ich weiß leider nicht wie. Okay, da ist das Türchen. Und hier, das hat man auch gesehen. Ah! Das hat man auch in dem Trailer gesehen, hier den Ort. So. Wir geben ihm mal Hardguard. Hardguard. Aua. Kurz regenerieren. Das hat wehgetan. So, weiter geht's. Eieieiei. Oh! Ich hab mich schon gewundert, wann die kommen, ey. Auf jeden Fall, das DLC kann wieder jeder spielen. Kann ich auch mal erzählen. Denn, wow. Ja, danke. Darf ich jetzt mal reden? Das DLC kann jeder spielen, halt, wenn er sich das gekauft hat. Das ist natürlich das erste Kriterium. Man muss auch das erste DLC gekauft haben. Wobei, nee, das erste DLC ist das ja nicht. Aber die erste große Erweiterung, König der Besessenen, muss man auch haben. Sonst kann man das hier nicht spielen. Was natürlich ein bisschen bescheiden ist, dass du, wenn du das hier haben willst, auch das erste DLC kaufen muss. Also man ist dazu quasi verpflichtet. Aber naja, kannst du nichts gegen machen. Das ist natürlich ein bisschen Geldschöpferei, aber nun ja. Ist nicht so schön, aber okay. Es ist auch egal, welches Level ihr seid, denn man bekommt ein Funken, ein Lichtfunken, der das Level auf... Ja, der das Level auf 40 erhöht, also das Maximallevel. Und das gab es ja auch schon bei König der Besessenen, damit man das halt direkt spielen kann. Ich bin natürlich schon Level 40, sogar schon 317 an Lichtlevel. Das Lichtlevel wurde auch angehöht. Das ist jetzt bei 385, habe ich gesehen. Das ist schon ein gutes Stück angehöht. Muss man einfach mal sagen. Es gibt neue PvP-Karten, einen neuen Spielmodus und er macht einen Abgang. Neuer PvP-Spielmodus, neue PvP-Karten
und neuen Raid und neue Strikes. Wir sind der Bergsteiger. Eigener Aufwand, nur um in einen alten Tempel einzubrechen? Auch alte Wölfe beißen noch. Shiro, wie ist dein Status? Ich umkreise den Bereich. Soweit alles okay. Bin gleich da. Gut gemacht, Hüter. Der Tempel ist gesichert. Nun können wir... Shiro, erfasse ihn. Ich empfange gerade... Warte! Mehrfache Treffer nahe des Walls in Sektor 17. Sie attackieren das Sensorenraster. Sie wissen, wo Siva ist. Hüter, geh sofort ins Kosmodrom. Falls Sepix entkommt, haben wir mehr als nur ein Gefallenenproblem. Okay, was ist Siva? Das ist die Frage. Gut, und damit haben wir die erste Mission erfüllt. Einige Fragen wurden aufgeworfen, was hier jetzt los ist und so. Oh, direkt geileren Shit hier, ein Raketenwerfer. Leute, Raketenwerfer. Das sieht aus auf dem Bild wie, wie ein Maschinengewehr. Hier so ein kleines Magazin drin. Okay. Und einen besseren Helm. Jawohl. Gut, das läuft doch schon mal. Ja, es wurden auf jeden Fall viele Fragen aufgeworfen. Wer ist Siva? Was soll das Ganze? Auf jeden Fall, Lord Saladin vertraut uns, dass wir ihn dabei unterstützen können. Auch wenn wir nur ein gewöhnlicher Hüter sind, sage ich jetzt mal. Und kein eiserner Lord. Aber ich denke, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist. Und ich hoffe, dass mein Vertrauen auch in euch gerechtfertigt ist, dass ihr mich hierbei weiter unterstützt bei dem Let's Play. Würde mich auf jeden Fall freuen. Denn ich habe da ordentlich Bock drauf. Und hier wird uns bestimmt echt geiler Shit passieren. Davon kann man, denke ich, ausgehen. Okay, das ist besser. Aber ich mag das Schwert so gerne. Das Schwert ist halt echt nice in manchen Situationen. Ich nehme das Schwert einfach mal wieder mit. Ja, hier, den Eisen-Gialla-Wing, den hat man jetzt auch gekriegt. Den bekommt man kostenlos bei der Poststelle. Der sieht auch echt nice aus. Also hier mit den Flügeln, hier oben noch drauf. Hier die Stränge, die da längs gehen. Hinten auch nochmal Flügel. Kann einiges. Es gibt auch, Entschuldigung, die Gialla-Hupe. Der Klang der herrlichen Zerstörung. Okay, und so hört er sich an. Kann ich nochmal? Ich möchte es nochmal abspielen. Hey. Moment, ich gehe nochmal rauf. Okay. Finde ich jetzt... Kann man haben, aber ich finde die ehrlich gesagt besser. Die hat mehr Wumms, finde ich. Gut, wir sind 322 im Lichtlevel. Wir können auch mal hier den Fokus ändern. Dann hier ist der Lichtfunke, aber den brauche ich halt nicht. Ich bin schon über Level 40. Ne, ich bin Level 40, aber im Lichtlevel halt weit drüber. Von daher relativ worst. Wir können auch mal gerade in das Buch reingucken von den Eisernen Lords. Um die uralte Waffe Siva aufzuhalten. Okay, Siva ist eine uralte Waffe. Wahrscheinlich haben sie gegen die gekämpft im Trailer. Und gegen sie verloren. Und dann fürchtet jetzt natürlich Lord Saladin, dass diese freikommt. Gewährt 3 Tage des Eisens Armrüstungsteile. Prämien, okay. Was muss man denn so machen? Schieße die Quests... die Questreihe ab, sammle alle 8 eiserne Lord-Artefakte ein, okay. Dämmerungsstrike abschließen, 5 Stück, schließe alle exotischen Quests in das Erwachen der eisernen Lords ab. Wöchentliche Patrouille-Quests, oh, es gibt wöchentliche Patrouillen-Quests, okay, da werde ich auch mal reingucken. Story-Missionen auf schwer abschließen. Schließe Strikes in der Siva-Krise Strike-Playlist ab. Ja, das wird man auf jeden Fall hinkriegen. Und schließe die Quest Metall und Fleisch ab. Da muss man einfach mal gucken, was da so die Quests sind.
Auf eine Truhe in einer verseuchten Landepatrouille. Ja, okay, hier kann man auf jeden Fall einiges machen. Oh, man kann sogar noch mehr machen. Ist der Anführer. Eieieiei. Okay, man kann hier echt einiges tun. Und ich denke, man kann hier auch echt gute Sachen bekommen. Oh, ja. Der ist schon mal nice. Eisenliedhülle. Der neue Geist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich denke, die werden auch echt gut sein, die Rüstungen hier. Okay, So, Tageseisensornament, Rüstungsornament, Token. Verwende dieses Token um Silberstaub, um das Ornament für deine Tage des Eisenrüstung zu aktivieren. Okay, bin ich gerade nicht so schlau draus geworden, aber Oh, das sieht auch relativ nice aus, finde ich. Der Shader, den können wir auch gerade mal angucken. Ja, der hat schon was. Wobei das irgendwie aussieht, meine Hose, als hätte ich eine Latexhose an. Deadass. So. Okay, Klassengegenstand. Und Winterente, ja. Winterente, eine Schrotflinte. Alter! Zieht sie euch rein, wie geil sie aussieht. Die sieht voll nice aus. Ohne Spaß, will ich haben. Aber ich denke, bis wir da hinkommen, müssen wir Level 14 sein. Da ist ein langer Weg hin. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr mich wirklich bei diesem Let's Play hier unterstützt. Wenn das hier genauso gut ankommt. Oder vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser als das WoTu. Das wäre natürlich der Shit. Und ja, wie gesagt, heute dieses eine Video. Morgen bekommt ihr zwei serviert. Servito. Witz, Alter. Da war das Shit. Und ja, morgen bekommt ihr zwei serviert. Und dann hoffe ich, dass ihr da auch wieder dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein.